Hallo zusammen. Heute möchten wir mal gemeinsam eine Business-Homepage für ein oder dein Unternehmen erstellen und designen. Und damit diese Homepage später nicht nur auf allen Geräten gut aussieht, sondern auch schnell geladen werden kann, nutzen wir dafür die kostenlose Version des Cadence-Themes. Und als kleine Unterstützung für den Gutenberg-Editor nutzen wir zusätzlich die kostenlose Variante des Cadence-Blocks-Plugins. Und zwar hatte ich vor, eins der Cadence-Starter-Templates zu laden und dann mit genannten Tools komplett zu reproduzieren. Wer Bock hat, der kann dann diese kleine Übung mit genannten Tools direkt mitmachen. Und Ziel dieser Übung soll es sein, dass wenn man sich durch diese, keine Ahnung, eine Stunde, 90 Minuten oder wie lang das Video auch sein wird, durchgepaukt hat, dass man in der Lage ist, mit diesem Layout-Architekten eigene Designvorstellungen umzusetzen. Ich beginne dieses kleine Projekt hier heute auf Basis einer frischen WordPress-Installation. Sofern du noch keine WordPress-Installation hast, beziehungsweise vielleicht noch nicht mal einen Domainnamen hast oder einen Webhosting-Account, dann werde ich dir unten mal ein Video verlinken, wie man innerhalb von 10 Minuten eine WordPress-Webseite erstellt, was dann auch als Basis für dieses Video hier dient. Gut, dann schlage ich vor, begeben wir uns mal an den Bildschirm und beginnen mit der Installation des Cadence-Themes und des Cadence-Blocks-Plugins. Ich schlage vor, wir starten mal direkt mit der Installation des Cadence-Themes und gehen dazu in unserem WordPress-Backend auf Design, dann auf Themes. Hier gehen wir dann auf Theme hinzufügen und geben dann hier im Suchfeld Cadence ein. Dann brauchen wir das Cadence-Theme hier einfach nur noch auswählen und auf Installieren klicken. Anschließend muss es logischerweise auch noch aktiviert werden. Und nachdem das geschafft ist, gehen wir zu den Plugins, gehen dort auf Installieren und suchen uns hier im Suchfeld das Cadence Blocks Plugin heraus. Auch hier gehen wir direkt auf Installieren und dann auf Aktivieren. Das war kurz und schmerzlos, damit können wir direkt zum nächsten Schritt übergehen. Okay, bevor das tatsächliche Design unserer Webseite oder unserer Homepage beginnt, kümmern wir uns erstmal um ein paar allgemeine Design-Einstellungen. Und dafür gehen wir natürlich auf Design und dann auf unseren Customizer. Hier gehen wir dann ganz oben auf Allgemein, um dann hier grundlegende Layout-Einstellungen festzulegen. Die beiden Punkte Layout und Sidebar, die können wir direkt in Ruhe lassen und zu den Farben übergehen. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, eine Farbpalette auszuwählen. Meine Farbpalette, die entspricht jetzt natürlich dem Design dieses Templates hier. Das bedeutet, dass dieses Farbschema hier sich in vielen Elementen auf dieser Webseite wiederfindet, um den ganzen so einen einheitlichen Look zu verpassen. Hier sieht man zum Beispiel diese Farbe hier, die ist grundsätzlich für die Überschriften vorgesehen. Dann hat man die hier, die sich beispielsweise in den Button finden. Das eine ist die Standard und das andere ist die Hover Color. Oder auch hier bei den Icons findet sich diese Farbe wieder. Jemand, der die ganze Seite jetzt aufs eigene Design anpassen möchte, der müsste dann entsprechend seine eigenen Farben hier eintragen. Da kann man einfach die einzelnen Farben anklicken und hier unten dann die entsprechenden Hexcodes eintragen. Gut, nachdem man die Farben festgelegt hat, kann man das Ganze noch ein bisschen individualisieren. Zum Beispiel könnte man jetzt hier, das sind die Schaltflächen, also die Buttons, da könnte ich jetzt hier auch nochmal die Farbe ändern. Zum Beispiel könnte ich das hier beides umdrehen, dann hätte ich die Standard-Color blau und die Hover-Color wäre dann violett. Genauso gut könnte ich die Farben der Texte oder auch einen Rahmen festlegen, der jetzt hier gar nicht vorgesehen ist. Aber wenn ich möchte, dass mein Button oder meine Buttons auf der Webseite einen Rahmen haben, dann könnte ich das hier festlegen. Der Rahmenradius, der bestimmt, wie rund dieser Button hier sein soll oder wie eckig. Also das sind so Kleinigkeiten, die man hier noch festlegen kann, wenn man möchte. Typografische Einstellungen, hier kann man andere Fonts hochladen etc. Für unser Setup soll es jedoch in diesem Bereich vorerst genügen. Und wir können somit mit dem tatsächlichen Design unserer Homepage beginnen und da beginnen wir logischerweise ganz oben mit dem Header. Um zu sehen, wie der später tatsächlich aussehen soll, spieke ich nochmal kurz hier bei der Vorlage. Also was wir benötigen ist ein Logo, ein Site-Title, ein Menü und rechts noch einen Button mit einem Call to Action. Okay. Um den Header einzurichten, gehen wir zunächst auf Design und dann auf unseren Customizer und gehen dann logischerweise auf Header. Und hier ist es so, dass ich jetzt verschiedene Elemente habe,
die ich in verschiedene Bereiche des Headers positionieren kann. Hier gibt es zum Beispiel die Top, Main und Bottom Row und jeweils gibt es einen linken, einen Center und einen rechten Bereich. Für unser Design wird die Top Row interessant sein und da hatten wir ja gesagt, da benötigen wir ein Logo und einen Side Title und dementsprechend schnappen wir uns jetzt hier links das Logo und ziehen den oder das Logo hier oben links rein. Hier könnten jetzt noch Anpassungen vorgenommen werden. Durch meine Rumdokterei, die ich als Vorbereitung auf dieses Video schon vorgenommen hatte, hatte ich jetzt hier schon direkt ein Logo reingeladen. Das heißt, das wird dann hier auch entsprechend angezeigt. In deinem Fall ist das allerdings wahrscheinlich noch nicht der Fall. Deswegen wird das vermutlich so aussehen. Und das Logo müsste hier über Logo auswählen erstmal ausgewählt werden. Die Bildmaße für das Logo, die werden hier oben direkt vorgeschlagen. Das heißt, bei der Bearbeitung des Logos kann man sich danach richten, bevor es hier in die WordPress-Mediathek geladen wird. Die Möglichkeit, das Logo zuzuschneiden, das missachte ich jetzt erstmal. Gehe auf Zuschneiden überspringen, um das Logo hier oben reinzuladen. Nun gibt es hier noch weitere Möglichkeiten, das Logo ein bisschen anzupassen. Zum Beispiel könnte ich das Logo hier noch etwas in der Größe anpassen, sofern mir das hier noch etwas zu groß erscheint, könnte ich das hier mal auf 80 Pixel setzen und dann passt das Ganze hier schon irgendwie ein bisschen besser ins Gesamtbild. Vielleicht nochmal 70 ausprobieren. Das sieht sogar noch besser aus. Und damit könnten wir direkt zur nächsten Sektion übergehen, nämlich dem Menü, was hier in der Mitte platziert werden soll. Und dazu schnappe ich mir die primäre Navigation und ziehe die direkt hier in die Mitte rein. So, jetzt wurde mir hier einfach mal willkürlich irgendeine Menüstruktur zusammengewürfelt. Wir schauen uns einfach mal eben kurz an, wie das Menü im Original aufgebaut ist. Also wir haben eine Homepage, eine About-Page, dann haben wir hier eine Seite oder eine Kategorie mit Kursen und das ist ein Dropdown-Menü. Das heißt, hier müssen wir dann auch noch mal ein paar Seiten oder Beiträge unterordnen. Dann kommt noch eine Blog-Page und eine Contact-Page. Okay, dann gehe ich mal hier auf meine primäre Navigation und klicke dieses Zahnrädchen an und gehe dann auf Menü auswählen. Und hier oben bei Primär, da werde ich jetzt kein Menü auswählen, sondern ich werde ein neues Menü erstellen. Und das nenne ich einfach mal Main. Die Anordnung Primär ist korrekt. Und dann gehe ich hier auf Weiter. Und dann müssen dem Menü logischerweise noch Einträge hinzugefügt werden. Also gehe ich hier auf Einträge hinzufügen. Und wir hatten gesagt, wir brauchen eine Homepage. Die befindet sich tatsächlich hier schon auf meiner Webseite. Mal gucken, ob ich auch schon eine About-Page habe. Die ist auch schon da. Logischerweise habe ich jetzt nur die Option, bereits vorhandene Seiten auszuwählen, weil ich die auch im Vorfeld schon erstellt hatte. Was ich noch nicht habe, ist die Seite für die Kurse. Also gehe ich direkt hier auf Neue Seite erstellen, nenne die Courses, klicke auf OK und schon ist sie meinem Menü zugefügt. Nun hatten wir gesagt, dass diese Kurse ein Dropdown-Menü haben, dem natürlich dann auch entsprechende Kurse untergeordnet werden müssen. Und da habe ich tatsächlich noch von meinem Membership-Website-Tutorial ein paar passende Seiten, die ich mal eben dem Menü hinzufügen und dann den Kursen durch diese kleine Versetzung hier unterordnen kann. Das machen wir so. Und der Goldkurs kommt logischerweise in die Mitte. Damit wäre das Dropdown-Menü fertig. So, jetzt schaue ich noch mal kurz. Home About Courses. Home About Courses, Blog und Contact. Dann schauen wir mal, ob ich hier schon eine Blogpage habe. Wenn dem jetzt nicht so wäre, gut, hier ist eine. Hätte ich jetzt noch keine, könnte ich die logischerweise hier direkt erstellen und direkt dem Menü zuordnen. Und zum Schluss hatten wir noch eine Contact-Page. Dann nehmen wir einfach mal diese hier. Damit wäre das Menü vollständig und ich kann das veröffentlichen. Okay, damit wäre die Struktur des Menüs schon mal soweit in Ordnung. Jetzt könnte man hier noch festlegen, wie das Menü auf mobilen Geräten dargestellt werden soll. Das Thema Menü gestalten und Design mit Cadence ist ziemlich umfangreich. Ich werde dazu noch mal ein eigenes Video machen, wenn das gewünscht ist. Dennoch will ich mal kurz anreißen, wie man hier das mobile Menü darstellen kann. Und zwar ist das so konzipiert, dass ich jetzt hier rechts oben einen Trigger habe. Und Trigger ist eigentlich nur ein anderer Name für dieses Hamburger-Menü hier oben. Und welches Menü sich öffnen soll, wenn ich dieses Hamburger-Menü anklicke, das kann ich hier festlegen.
Und wenn ich das Hamburger-Menü anklicke, dann öffnet sich hier so ein neues Fenster mit dem Menü. Das kann ich dann alles hier noch ganz schön anpassen und designen. Damit möchte ich mich heute allerdings nicht aufhalten. Das Video wird wahrscheinlich eh lang genug. Wichtig ist, dass wir diese beiden Positionen schon mal im Header haben. Und jetzt fehlt hier nur noch dieser Button mit dem Call to Action. Und der Button, der wird hier bei Cadence ganz liebevoll eingedeutscht als Schaltfläche bezeichnet. Nun, dann befördern wir unsere Schaltfläche mal nach ganz rechts in die Main Section, beziehungsweise in die Top Row. So, bei mir steht hier jetzt schon freundlicherweise Take Free Course drin, so wie hier auch vorgegeben. Sofern man das jetzt anpassen möchte, geht man einfach auf dieses kleine Zahnrad hier und kann dann hier oben den Button-Text ändern. Hier kann dann das entsprechende Ziel festgelegt werden und schon haben wir den Button auch da oben eingefügt. Das können wir jetzt veröffentlichen. Und somit hätten wir den ersten Part, nämlich das Design unseres Headers, schon abgeschlossen. Als nächstes möchten wir die Hero Section, also diesen Bereich hier, fast genauso wie hier vorgegeben nachbauen. Wenn ich sage fast genauso, dann meine ich damit, dass wir diese beiden Elemente hier nicht mit einbauen werden. Ich hatte das zuvor mal so nachkreiert, ist aber eine ziemlich komplizierte Sache mit Padding und Margin. Das lenkt so ein bisschen vom Wesentlichen ab. Aus dem Grund werden wir diese Hero Section komplett so nachbauen, jedoch auf diese beiden Elemente hier verzichten. Gut, dazu geht es wieder ins Dashboard. Ich erstelle eine neue Seite und nenne die mal Home Custom. Die veröffentliche ich direkt. Dann gehe ich wieder zurück ins Dashboard, gehe dann auf Einstellungen, Lesen und hier kann ich jetzt bestimmen, was auf meiner Homepage angezeigt wird. Das könnten zum Beispiel die letzten Beiträge sein. Ich möchte jedoch eine statische Seite. Und dann nehme ich natürlich die ich gerade erstellt und veröffentlicht habe, nämlich Home Custom. Und um das Design werden wir uns dann direkt im Anschluss kümmern. Die Einstellung speichere ich. Dann gehe ich auf Seiten, alle Seiten, auf Home Custom und bearbeiten. So, und hier können wir jetzt beginnen, diese leere Seite zunächst mit unserer Hero Section auszufüllen. Dafür werfe ich nochmal einen Blick auf die Vorlage. So, und für das bessere Verständnis will ich mal ganz kurz aufführen, was wir hier genau brauchen und welche Elemente wir dieser Hero Section hinzuzufügen haben. Also zunächst fällt auf, dass wir hier einen Hintergrund haben. Der ist so ein bisschen ganz leicht gräulich-bläulich, hebt sich auf jeden Fall von dem Weißen hier ab. Dann haben wir links einen Bereich mit einem Titel, etwas Text und einem Button. Und dann haben wir hier einen rechten Bereich. Und dort haben wir unser Bild. Wie gesagt, auf die beiden Elemente hier wollen wir verzichten, aber wir müssen dieses Bild hinzufügen. Also, ich klicke auf das kleine Plus hier, suche mir dann das Row Layout raus. Und zwar dieses. Und hier wähle ich jetzt das allererste, dieses Single Layout aus. Und wenn man den Block ausgewählt hat, dann hat man ja hier rechts in seinen Einstellungen immer die Möglichkeit, verschiedene Anpassungen vorzunehmen. Und hier gehen wir jetzt mal direkt auf die Background Settings, gehen dann auf Background Color und hier wähle ich jetzt dieses Blau aus, was wir da eben im Hintergrund gesehen haben. Weitere Einstellungen müssen wir hier vorerst nicht vornehmen. Dann gehen wir auf dieses Pluszeichen hier, suchen uns wieder den Row Layout Block und nehmen diesmal dieses zweigeteilte Layout mit dem 50-50 Bereichen links zu rechts. Und hier links werden wir jetzt unseren kleinen Text hier oben, den Titel, den Text hier unten und den Button einfügen. Dazu gehe ich hier auf Block hinzufügen, suche mir dann den Advanced Text Block raus, das ist dieser hier, und übernehme diesen Text direkt hier rein. Jetzt muss nur noch die Größe ein bisschen angepasst werden, das mit dem H2-Titel, das kommt nicht ganz hin, da nehme ich mal einen H6. Das sieht schon deutlich besser aus. Und weiter geht's mit dem nächsten Block. Das ist der Titel und da suche ich mir wieder den Advanced Text heraus. Diesmal stelle ich den um auf H1. So, und irgendwie ist das noch nicht ganz stimmig. Das muss noch ein bisschen angepasst werden. Das sieht hier irgendwie etwas gequetschter aus. Und auch die Größe kommt nicht ganz hin. Das Ganze muss noch ein bisschen größer werden.
Also setze ich das hier mal auf 60. Und jetzt muss es noch etwas zusammengequetscht werden. Dazu setze ich das auf 1 EM. Und so sieht das Ganze schon deutlich passender aus. Jetzt kommt noch mal etwas Text. Also suche ich mir wieder einen Block heraus. Und die meisten ahnen es schon, es ist der Advanced Text Block. Diesmal setze ich den hier auf Paragraph. Kopiere mir hier den hochinteressanten Lorem Ipsum Text. Füge den hier ein und damit kann auch schon der Button erstellt werden. Für den Button hat das Cadence Blocks Plugin auch einen eigenen Block. Und zwar ist das der Advanced Button. Wer sich jetzt fragt, warum wir hier die ganze Zeit diese Advanced Blocks vom Cadence Blocks Plugin benutzen, anstatt einfach die normalen Blöcke, die Gutenberg mitliefert, benutzen. Nun, wie der Name schon sagt, diese ganzen Blöcke sind etwas advanced. Das heißt, man kann hier zum Beispiel beim Button Dinge einstellen und hinzufügen, die jetzt beim normalen WordPress-Button nicht möglich wären. Zum Beispiel könnte man hier Icons hinzufügen, man kann die im Style besser anpassen. Also die bieten einem einfach viel mehr Möglichkeiten, aus dem Grund nutzen wir die. So, jetzt wähle ich diesen Button mal kurz aus, um den designtechnisch und layouttechnisch anzupassen. Erstmal kommt er ganz nach links. Und ich meine, da wurden wieder irgendwelche Kurse beworben. View all courses. Okay, und hier rechts in unseren Blockeinstellungen, da können wir dann das Design des Buttons anpassen. Ich könnte es mir jetzt leicht machen, einfach auf Theme klicken und alle Designs wären fertig. Aber da ja einige vielleicht andere Designvorstellungen haben, möchte ich den jetzt mal manuell designen. Hier könnte ich jetzt mit der Schriftgröße rumspielen, das lasse ich jedoch. Ich könnte natürlich auch hier spaßeshalber mal, und zwar habe ich doch eine Seite namens Courses erstellt. Und die könnten wir ja auch entsprechend hier mal verlinken. Das Ganze öffnen wir in einem neuen Fenster. Als nächstes könnte ich hier noch ein bisschen mit der Font Size, also mit der Schriftgröße des Buttons rumspielen oder auch mit der Buttongröße an sich. Das ist alles soweit jedoch in Ordnung. Die Color Settings sind wichtig. Also ich möchte einen weißen Text haben, beziehungsweise die Textfarbe soll weiß sein. Und der Hintergrund des Buttons, der soll diesen Blauton haben und als Hoverfarbe soll sich der Button violett färben. So, das sieht soweit schon ganz gut aus. Zwei Dinge fallen noch auf und zwar ist hier zum einen noch so ein Buttonrahmen drum, den möchten wir entfernen und außerdem soll unser Buttonradius noch ein bisschen angepasst werden. Hier haben wir diese Border Color. Hier mache ich das Ding direkt mal unsichtbar. Und dann hatten wir gesagt, wollen wir den Border Radius noch ein bisschen anpassen. Das bedeutet hier einfach diese Ecken ein bisschen abrunden und deswegen setze ich das Ganze mal auf 10 Pixel. Jetzt möchte ich noch mal kurz checken, ob ich auch alles richtig gemacht habe. Nein, ich habe einen kleinen Fehler begangen und zwar habe ich die Farben des Buttons vertauscht. Und zwar sollte die Standardfarbe violett und die Hover Color sollte blau sein. Also muss ich das noch mal eben ändern. So, jetzt habe ich hier noch einen Rahmen drin. Okay, da habe ich Schlaumeier vorhin die Farbe einfach rausgedreht. Nehmen wir doch einfach hier komplett den Rahmen raus. Und damit wäre der Button auch soweit fertig. Jetzt können wir hier auf Aktualisieren gehen. Und wenn wir uns unsere Seite anschauen, dann sehen wir, dass das hier schon alles einigermaßen anständig aussieht, aber noch nicht so hundertprozentig. Zum einen muss nämlich noch dieser Seitentitel hier verschwinden und zum anderen wird diese Hero Section zurzeit noch in so einem Boxed-Style dargestellt. Das muss natürlich auch noch angepasst werden. Das sieht im Original, soweit ich weiß, anders aus. Ja, also wie man sieht, nimmt der Hintergrund hier den gesamten Bildschirm ein, während das bei mir hier noch in so einem Boxed-Style abgegrenzt ist. Das müssen wir noch mal ein bisschen anpassen. Also Seite wieder bearbeiten. Dann gehen wir hier auf die Seiteneinstellungen
und sehen hier bei Site Title, da steht Default, aber den können wir hier auch disablen, also verschwinden lassen. Das bedeutet, dass der Titel Home Custom nicht mehr angezeigt wird. Weiter geht's mit dem Seitenlayout. Das steht hier auch noch auf Default. Aber wir haben gesagt, wir möchten hier Full Width, also die komplette Seite ausfüllen. Also klicke ich das noch an, gehe hier noch auf Unboxed und dann auf Aktualisieren. Gut, damit wären wir bis auf wenige Layout-Anpassungen mit dem linken Bereich, der linken Ebene der Hero Section schon fertig. Das heißt, wir können mit der rechten Ebene beginnen und das schicke Bild dort einfügen. Dazu gehen wir natürlich auf die entsprechende Ebene, auf dieses Pluszeichen hier und fügen einen Image-Block, also ein Bild hinzu. Ich habe das entsprechende Bild natürlich schon in der Mediathek. Gehe auf den schicken Buben hier und füge den dort ein. Nun muss ich noch mal kurz gucken. Ja, und zwar haben wir das ja hier vertikal zentriert, unseren Text, unseren Button und so weiter. Das bedeutet, ich muss mal in meine Listenansicht gehen. Hier bin ich jetzt logischerweise in der rechten Sektion. Ich muss allerdings in die linke Sektion. Und die kann ich dann hier vertikal zentrieren. Zack. Das muss aktualisiert werden. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie der Übergang unserer Hero Section hier designt ist. Das sieht man relativ schlecht. Das ist hier so ein bisschen geschwungen abgeschlossen. Ich sehe auch, dass ich hier einen kleinen Fehler gemacht habe. Der Hintergrund muss nochmal angepasst werden. Und zwar ist es tatsächlich so designt, dass wir hier einen hellblauen Farbton haben, der dann ganz geschmeidig ins Weiß übergeht. Das muss dann zu guter Letzt nochmal angepasst werden. Jetzt kümmern wir uns jedoch erstmal um den Übergang hier unten. Und zwar gehe ich dafür wieder auf das Row Layout. Und nochmal zur Erinnerung, das Row Layout, das war der Hintergrund. Das ist die erste Ebene, die wir vorhin hinzugefügt hatten, wo ich fälschlicherweise den kompletten Hintergrund blau gefärbt hatte. Das werden wir gleich nochmal ändern und werden da einen kleinen Farbübergang hinzaubern. Wir gehen aber trotzdem in die Background Settings, scrollen dann nach unten. Hier haben wir den Bereich Dividers. Den klicken wir an. Hier haben wir den Bottom Divider und da haben wir jetzt die Möglichkeit, verschiedene zu wählen. Ich schaue noch mal kurz, welchen wir hier haben. Entweder ist das eine gerade Linie, die hier von links nach rechts so schräg nach oben verläuft, oder es ist eine geschwungene Linie. Das kann ich hier nicht so ganz genau erkennen. Aber hier kann man ja durchaus etwas kreativ sein. Ich glaube aber tatsächlich, für unser Design würden wir diesen hier benötigen. Und zu guter Letzt nehme ich hier nochmal die Hintergrundfarbe raus. Gehe dann auf Background Overlay Settings. Lege dann hier die Overlay Farbe fest. Da suche ich mir wieder dieses schicke Blau hier raus. Drehe dann die Overlay Opacity auf 100. Klicke dann auf Gradient, um den Übergang zum Weiß herzustellen. Sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Aber gut. Hier können wir die zweite Farbe einstellen. Da suche ich mir natürlich Weiß raus. Und jetzt muss ich nur noch bestimmen, wie mein linearer Übergang genau verlaufen soll. Also der Gradient Angle. Der müsste bei mir so circa 250 betragen. Und damit habe ich einen horizontalen Übergang von Weiß auf der linken Seite zu sanftem Babyblau auf der rechten Seite. Dementsprechend gehe ich auf Aktualisieren und schaue mir mal an, was ich da bislang so fabriziert habe. So, es fällt sofort auf, dass wir den Side-Title erfolgreich haben verschwinden lassen und auch diesen Boxed-Style haben wir verändert, sodass der Hintergrund den vollen Screen einnimmt. Und nicht zu vergessen der schicke Bube, den wir erfolgreich hier platziert haben. Zwei Kleinigkeiten sind mir eben gerade jedoch noch ins Auge gestochen. Und zwar haben wir hier einen weißen Hintergrund im Header. Jetzt schauen wir uns mal unsere Vorlage an. Und hier sieht man ganz deutlich, dass der Header überhaupt keinen eigenen Hintergrund hat, sondern vollkommen transparent ist. Und zum anderen sehen wir auch, dass die Farben des Menüs nochmal etwas angepasst werden müssen. Um die zwei Kleinigkeiten kümmere ich mich jetzt nochmal ganz schnell. Und dann sollten wir schon mit dem Header und der Hero Section fertig sein. Und dazu gehe ich hier erstmal wieder in meinen Customizer. Gehe dann logischerweise auf Header
Und hier unten finde ich schon die Option für den transparenten Header. Die klicke ich natürlich an und aktiviere den transparenten Header. Das muss dann nur noch veröffentlicht werden. Und schon sieht man, dass der weiße Hintergrund des Headers verschwunden ist und alles schön transparent aussieht. Zu guter Letzt hatte ich gesagt, möchte ich nur das Design des Menüs nochmal dem des Originaldesigns anpassen. Das heißt, das soll erstmal diesen dunklen Lila-Ton bekommen und als Hover-Color dieses Blau bekommen. Also wieder in den Customizer. Header, primäre Navigation. Dann auf Design. So, und die einzelnen Menüpunkte, die jetzt zu Beginn noch grau dargestellt sind, die möchten wir in dem Lila-Ton hier haben. Und als Hover-Color hatten wir gesagt, möchten wir dieses Blau haben. Das ist schon voreingestellt. Im Grunde genommen muss nur dieses Grau ersetzt werden. Somit färben wir das Lila. Und damit sich die aktive Farbe auch etwas abhebt, wählen wir da den etwas helleren Blauton. Wenn man das Menü ein bisschen größer haben wollte, dann könnte man hier nochmal die Pixel auf beispielsweise 20 hochsetzen. Weil ich das persönlich ganz gut finde, lasse ich das jetzt erstmal so und veröffentliche das. Ein letzter Feinschliff fällt mir hier in der Hero Section noch auf. Und zwar würden wir hier gerne noch ein bisschen Puffer herstellen. In der Vorlage sieht man, dass diese Ebene hier in einer vertikalen Linie mit dem Logo steht. Und das möchten wir eben nochmal schnell anpassen. Dazu suche ich mir kurz in der Listenansicht diese Sektion heraus. Und zwar ist das diese hier mit dem Advanced Text und dem Button drin. Also gehe ich hier auf Sektion, gehe dann auf Padding Margin. Und was wir brauchen ist Margin Left, also dieser Bereich. Und da setze ich mal 100 Pixel rein, aktualisiere das. Und jetzt sieht man, das war ein bisschen zu viel des Guten. Also passe ich das hier schnell nochmal ein bisschen an und versuche es mal mit 75 Pixeln. Und mit dieser letzten Anpassung hätten wir die Hero Section auch erfolgreich eingerichtet. So, um unsere Seite Home Custom mit Inhalt füllen zu können, muss die natürlich bearbeitet werden. Dazu gehen wir wieder ins Backend, dann auf Seiten und bearbeiten die Seite Home Custom oder welchen Namen man der Seite auch immer gegeben hat. Ich spicke jetzt nochmal in der Vorlage, was hier genau zu tun ist. So, wir haben hier wieder ein Layout mit zwei Ebenen. Links haben wir ein Bild und ein Button und rechts haben wir einen Titel und Text. Weiter sieht man hier, dass ein gewisser Abstand zwischen diesen beiden Sektionen ist. Also auch da müssen wir dann einen gewissen Abstandshalter einbauen. Mit dem Abstandshalter möchte ich auch direkt beginnen. Also gehe ich hier aufs Plus und suche mir den Spacer heraus. Das ist dieser Abstandshalter hier. Der steht jetzt hier auf 100 Pixel. Ich nutze für gewöhnlich auf meinen Webseiten auch immer so 100 oder 80, in manchen Fällen auch nur 50 Pixel. In dem Fall lasse ich den mal auf 100 stehen. Da schauen wir uns dann nachher mal an, wie das im Frontend aussehen wird. Und um die Sektion zu erstellen, gehen wir wieder auf Block hinzufügen. Hier suchen wir uns wieder das Row Layout heraus. Nehmen dann dieses große Single Layout hier. Gehen dann auf das Plus. Suchen uns wieder das Row Layout. Und wir sagten ja, wir haben hier eine Kombination aus Bild und Button und hier eine Kombination aus Titel und Text. Also nehmen wir wieder so eine 50-50 Sektion. Und jetzt schaue ich nochmal kurz auf die Vorlage. Und zwar sieht man hier, wenn man genau hinschaut, dass die Ecken so schön abgerundet sind. Das heißt also, während wir hier oben mit einem normalen Imageblock gearbeitet haben, werden wir hier unten mit einem Cadence, ich glaube, der heißt Advanced Gallery Block, arbeiten müssen, weil wir mit dem die Möglichkeit haben, hier die Ecken des Bildes abzurunden, was bei dem Image Block, soweit ich weiß, nicht möglich ist. Also gehen wir hier auf das Plus. Hier haben wir jetzt den Advanced Gallery Block. Da wir allerdings nur ein Bild benötigen, können wir auch mit dem Advanced Image Block arbeiten. Dort suchen wir uns dann das Bild raus. In meinem Fall befindet sich das schon in meiner Mediathek, andernfalls müsste man es natürlich hochladen. Und hier in meinen Blog-Einstellungen kann ich das Bild jetzt noch ein bisschen nachbearbeiten. Hier gehe ich auf Border Settings. Und da ich den Border-Radius ja nicht einzeln individuell verstellen möchte, sondern
jede Ecke gleich anpassen möchte, gehe ich hier erstmal auf Linked und gebe dann hier mal eine 10 ein, also 10 Pixel und sehe, wie sich das hier schon so ein bisschen abrundet. Jetzt könnte man nochmal gucken, ob das ungefähr mit dem übereinstimmt. Ich würde mal vermuten, dass das hier jetzt nur so 6 oder 8 sind. Aber das ist ja auch alles nur Feinjustierung. Im Anschluss können wir direkt den Button hinzufügen und dann nehmen wir wieder den Advanced Button. Und wie man sieht, hat dieser Button hier auch ein Icon. Und da wir ja hierfür den Advanced Button nutzen und nicht den normalen aus dem Gutenberg-Verzeichnis, haben wir hier auch die Möglichkeit, ein entsprechendes Icon hinzuzufügen. So, dann gehe ich auf Button Settings, lege die Textfarbe fest. Beim Hover-Effekt färbt die sich weiß. Das ist okay. Background Color. Der Button hat keinen Rahmen, also drehe ich den raus. Den Border Radius, den stelle ich auf 10 Pixel. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das Icon hinzuzufügen. Das dürfte dieses sein. Und hier kann ich jetzt noch festlegen, auf welcher Seite das Icon angezeigt werden soll. Das ändere ich jetzt schnell auf links. Und hier sieht man, das Icon ist ein bisschen kleiner und auch die Hoverfarbe muss ich noch anpassen. Okay, das kommt ungefähr hin. So, damit wäre der Button schon fast fertig. Jetzt müssen wir den noch so ein bisschen hier oben in das Bild einziehen, so wie das hier bei der Vorlage der Fall ist. Und dazu gehe ich wieder in die Button Settings, suche mir die Möglichkeit raus, die Top Margin zu verstellen. Und zwar müsste das hier unter Container Margin möglich sein. Und da setze ich jetzt die Top Margin mal auf minus 20, lieber auf minus 25. Auch hier müssen wir uns dann gleich mal anschauen, wie das genau im Frontend aussieht. Aber das kann jetzt schon mal aktualisiert werden und wir schauen uns das Ganze mal an. So, man sieht, der Button ist noch ein bisschen zu weit unten. Der soll ja hier in das Bild eingezogen werden und auch das Bild selbst, das klebt hier links noch sehr stark am Rand der Screens fest. Da müssen wir noch mal ein bisschen Puffer zwischenbauen. Ich möchte jetzt allerdings erstmal diese rechte Sektion hier fertigstellen, mir das dann im Frontend anschauen, um dann zu sehen, inwiefern das Layout hier noch nachjustiert werden muss. Also gehe ich auf Block hinzufügen, suche mir den Advanced Text heraus, kopiere den und setze den hier ein, suche mir dann nochmal den Advanced Text Block, stelle hier um auf Paragraph, kopiere und setze das hier ein. Diese gesamte Sektion, die muss dann noch vertikal zentriert werden. Am besten öffne ich dafür nochmal die Listenansicht, suche mir dann diese Sektion hier raus. Die wird dann hier markiert und hier kann ich sie dann wieder vertikal zentrieren. Das Ganze veröffentliche ich jetzt. Schau mir die Seite mal an. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist hier so ein bisschen Puffer herstellen und den Button einziehen. So, um diese linke Sektion ein bisschen einzuziehen, öffne ich nochmal meine Listenansicht, suche mir dann die Sektion raus, gehe dann auf die Blockeinstellung unter Padding und Margin und füge links ca. 50 Pixel Margin hinzu und rechts auch nochmal 50 Pixel. Das aktualisiere ich jetzt mal und schaue mir mal an, wie es aussieht. Okay, daraus mache ich gleich mal 100 Pixel und außerdem fällt auf, dass die linke Ebene etwas breiter ist als die rechte Ebene. Das heißt, wir müssen das auch noch mal ein bisschen anpassen und dann natürlich hier auch noch etwas Margin hinzufügen. So, das erweitere ich jetzt mal auf 60. Jetzt haben wir hier eine Verteilung von 60-40. Dann werde ich mal die Container Margin des Buttons nach oben hin noch etwas verringern. Und zwar auf minus 75. Das scheint sogar zu viel zu sein, also gehe ich mal auf minus 50. Dann gehe ich in die rechte Sektion, gehe dort auf Padding und Margin
und setze die Margin Right, also dieses Puffer hier, auf 100, so wie wir das auch auf der Seite gemacht haben. Das jetzt mal aktualisieren, mal schauen, wie es aussieht. So, das sieht ja auf den ersten Blick schon mal sehr gut aus. Ich möchte das nochmal eben mit dem Original vergleichen. So, hier könnte man nochmal ein ganz klein wenig nachkorrigieren, indem man diese Gewichtung nochmal auf 55 ändert. So, ich denke, damit können wir zufrieden sein und somit zur nächsten Sektion übergehen. So, dann schauen wir uns mal an, wie unsere nächste Sektion auszusehen hat. Okay, wir sehen also, unser Layout ist wieder auf die linke und auf die rechte Hälfte verteilt. Wir haben hier einen Titel, darunter haben wir ein Akkordeon und zu guter Letzt haben wir hier noch einen Button. Und auf der rechten Seite haben wir eine Bildergalerie. Zudem haben wir hier noch einen hellblauen Hintergrund und diesmal ist der tatsächlich durchgehend hellblau und nicht wie zuvor als Farbübergang gestaltet. Und dann haben wir hier einen Divider und zwar nach oben wieder so eine schräg verlaufende Linie und unten dasselbe. Das ist derselbe Divider, den wir oben in der Hero Section schon mal verwendet haben, nehme ich an. Diesmal werde ich bei der Anpassung von vornherein darauf achten, den linken Bereich etwas breiter zu gestalten. Hier fällt nämlich auf, dass die Verteilung nicht 50-50 ist von links nach rechts, sondern eher 60-40 oder 55-45. So, bevor wir starten, will ich nochmal ganz kurz schauen. Ja, wir haben auch hier wieder einen gewissen Abstand. Auch der muss mit eingebaut werden. So, und mit selbigen beginnen wir auch direkt. Dafür suchen wir uns wieder den Spacer heraus. Den hatten wir letztes Mal bei 100 Pixel und genau diese 100 Pixel, die nutzen wir auch dieses Mal für den Abstand. Danach suchen wir uns wieder den Row Layout Block raus. Hier wieder diesen Single Layout Block zunächst. Dort gehen wir wieder auf das Plus, Row Layout. Dann nehmen wir das 50-50 Layout und stellen das hier mal direkt auf 55-45 ein, so wie wir es auch oben gemacht hatten. Hier gehen wir dann auf das linke Pluszeichen und suchen uns zunächst den Advanced Text heraus. Der H2-Titel, der stimmte hier immer von der Größe. Außerdem ist H2 auch der richtige Titel für eine solche Sektion. Also gehe ich rüber zur Vorlage, kopiere mir den Text, einfügen, gehe dann hier auf das Plus. Suche mir dann den Akkordeon-Block raus. So, das ist das Design, das wir benötigen. The Purpose of Life Coaching. Hier fügen wir jetzt wieder einen Advanced Text ein. Setzen den aber zuvor auf Paragraph. Und ich kopiere mir den wieder schnell aus der Vorlage. Darauf füge ich ein neues Item zu unserem Akkordeon hinzu. Das hat den Titel Past, Present and Future Exercise. Und hier wird dann wieder ein Advanced Text hinzugefügt. Den finden wir hier direkt noch. Hier brauchen wir wieder den Paragraph. So, weiter geht's mit dem nächsten Akkordeon-Item. How do you perceive value? Und weiter geht's mit einem Advanced Text. Paragraph. So, und zu guter Letzt müssen wir hier jetzt noch einen Advanced Button hinzufügen. Was mir an dieser Vorlage nicht so gut gefällt, ist, dass der hier nur einen sehr geringen Abstand zu dem Akkordeon hat. Das heißt, hier werden wir uns designtechnisch mal ein bisschen von der Vorlage entfernen und hier ein bisschen Margin einbauen, sodass der Button einen größeren Abstand nach unten zu diesem Akkordeon hat. Wir können das jetzt erstmal aktualisieren. Und dann schauen wir uns mal das Akkordeon an, ob das auch so schön funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Tja, also hier müssen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten. Hier wähle ich das Akkordeon aus. So, und hier sieht man jetzt, dass ich das erste Item vollkommen übersehen hatte. Also gehe ich auf Pane entfernen, gehe dann hier aufs Akkordeon und über die Blockeinstellung können wir dem Ganzen noch ein bisschen Style verpassen. Title Color,
Den Title Background, den nehme ich raus. Mache den transparent. Und bei der Title Border Color mache ich genau das Gleiche. Jetzt gehen wir noch mal kurz zu unserer Vorlage. Also hier ist jetzt auch kein Hover-Effekt in irgendeiner Form eingestellt. Also nehmen wir den auch noch raus. Und auch die Schriftgröße muss noch ein bisschen angepasst werden. Das ist jetzt identisch zu den Standardeinstellungen. Jetzt gehen wir nochmal auf die Font-Settings. Setzen die auf 20 Pixel und die hier setzen wir etwas runter, auch auf 20. Jetzt werde ich hier links die Margin dieser Ebene nochmal anpassen und die auf 100 setzen, so wie wir es mit der Ebene da drüber gemacht haben. Und auch hier rechts werde ich die Margin auf 50 setzen und dann schauen wir uns mal das Ergebnis im Frontend an. Also gehe ich hier auf die Sektion. So, diese hier ist es. Gehe auf Padding Margin, setze die Margin Left auf 100 und die Margin Right auf 50. Das Ganze jetzt mal aktualisieren und im Frontend ansehen. Also kleine Veränderungen müssen noch vorgenommen werden. Zum Beispiel muss das Icon nach links, die Schrift muss größer und das Layout hier sollte sich auch nicht verändern, wenn man das Item auswählt. Ich wähle wieder das Akkordeon aus, gehe dann hier in die Title Color Settings und passe jetzt hier das Active Setting dem Normal- und Hover Setting an. Dann scrolle ich runter zum Paint Title Trigger Icon, versetze das nach links, gehe dann in die Font Settings. Und setze das Font Weight auf Bold. Dann wieder aktualisieren. Ergebnis anschauen. So, wenn man das mit der Vorlage vergleicht, dann fällt nur auf, dass wir hier zwischen den Items und dem Titel ein bisschen mehr Platz haben. Und auch das Line Spacing könnte noch ein bisschen vergrößert werden. Also wieder in die Listenansicht. Akkordeon. Gehen dann auf die Inner Content Settings und hier wollen wir kein einheitliches Padding, sondern wir wollen das etwas anpassen, also unlocken wir das hier und haben dann hier die Möglichkeit, jede Seite einzeln zu verändern. Und da setzen wir Top 0, rechts belassen wir bei 20, Bottom setzen wir runter auf 15 und Left setzen wir ein bisschen hoch auf 35. Damit rückt das hier etwas weiter ein. Dann gehen wir nochmal auf die Paint Title Spacings und passen auch hier das Padding ein bisschen an. Also zum Beispiel nehmen wir hier links ein bisschen Padding raus. Und zwar möchte ich, dass der Titel so ein bisschen nach links weiter einrückt. Also setze ich das Padding links auf 0. Rechts setze ich es hoch auf 20. Und die wollten wir auch noch ein bisschen auseinanderrücken. Also setze ich die oben und unten auf von 10 Pixel auf 15 Pixel. Das Ganze aktualisiere ich, schaue mir das Ergebnis an. So, kurz der Vergleich zur Vorlage. So, das sieht soweit sehr, sehr gut aus. Jetzt kann der Button hinzugefügt werden. Und wie gesagt, dem wollten wir hier ja auch noch ein bisschen Luft verschaffen. Also Seite bearbeiten. Block hinzufügen. Advanced Button. So, der kommt nach links. Dann gebe ich dem gleich ein bisschen Top Margin. Und zwar setze ich die auf 50. Und dann schaue ich mir noch mal kurz die Settings an. Aber das sind die Standard-Settings. Diesmal werde ich die einfach übernehmen. Also gehe ich hier auf Theme. Ask a question. Und dann kann man hier ja mal spaßeshalber die Kontaktseite verlinken. New Window. Aktualisieren. Schauen wir uns das an. So, das gefällt mir soweit sehr gut. Ich möchte es noch mal kurz mit der Vorlage vergleichen.
Ich möchte jetzt einfach nur mal spaßeshalber, weil ich finde, dass das besser aussieht, den Button noch ein bisschen nach rechts einrücken, damit er hier nicht so ganz am Rand klebt. Container Margin, Margin Left, 20 Pixel, aktualisieren. So, damit hätten wir doch hier schon mal eine ganz anständige Sektion erstellt. Somit können wir uns jetzt der rechten Hälfte, nämlich der Bildergalerie, widmen. Also hier oben haben wir so ein Doppellayout, ein Drittel zu zwei Drittel würde ich vermuten, und hier unten haben wir ein komplettes Layout, also wollen wir das auch entsprechend so einfügen. Also gehen wir hier auf das Plus, suchen uns das Row Layout oder den Row Layout Block wieder raus und jetzt nehmen wir hier diese Sektion, die ein Drittel zu zwei Drittel Verteilung. Dort gehe ich hier auf das Plus, suche mir den Advanced Image Block heraus, gehe auf Select Image. Und rechts daneben dasselbe, Advanced Image, Select Image und hier nehmen wir die Brille. So, das muss jetzt hier im Layout noch ein bisschen angepasst werden. Das heißt, hier müssen die Ecken der Bilder abgerundet werden. Ich will jedoch zuvor erstmal das dritte und letzte Bild hinzufügen und dafür gehe ich wieder auf meine Listenansicht. So, und mit der Aufnahme des dritten Bildes beginnt das Ganze hier ein bisschen tricky zu werden. Und zwar hatte ich hier zu Beginn ziemliche Probleme, überhaupt einen neuen Imageblock hinzufügen zu können. Denn wenn ich hier auf diese Sektion gehe und hier unten aufs Plus klicke, dann passiert gar nichts, dann springt er nur in diesen Row-Layout-Block zurück. Aber ich hatte hier dieses Pluszeichen nicht gefunden und dementsprechend keine Möglichkeit, hier meinen Image-Block hinzuzufügen. Also es geht an dieser Stelle nur durch ein Hintertürchen. Und zwar suchen wir uns zunächst diese Sektion hier raus, gehen hier auf das Plus, suchen uns das Advanced Image heraus. So, jetzt sieht das zunächst so aus, als wollten wir hier in dieser 66% Ebene ein Bild hinzufügen. Das ist jedoch nicht das, was wir wollen. Aus dem Grund gehen wir jetzt mal hier auf unsere Listenansicht, schnappen uns hier dieses Advanced Image und platzieren das hier direkt im Row Layout. Und zwar kann man das hier per Drag und Drop im Row Layout platzieren und dann haben wir es auch hier unten, wo wir es hinhaben wollen. Da gehen wir jetzt auf Select Image, wählen das aus. Und dann ist es auch anständig platziert. Jetzt müssen wir uns nur noch ums Design und ums Layout dieser kleinen Galerie kümmern. So, als nächstes werde ich mal schnell den Border-Radius der einzelnen Bilder anpassen, um einfach die Ecken ein bisschen abzurunden. Also gehe ich hier auf Border-Settings und dann auf Border-Radius. Und da wir ja nicht jede einzelne Ecke des Bildes individuell anpassen wollen, gehe ich hier auf Linked, setze das Ganze auf 8 Pixel. Und selbiges wiederhole ich dann mit diesem Bild hier. Border Settings, Border Radius, linken, 8 Pixel. Und mit dem dritten Bild genau dasselbe. Border Settings, Border Radius, 8 Pixel. So, zu guter Letzt müssen nur noch diese beiden Bilder hier dimensionsmäßig ins Gleichgewicht gebracht werden. Und dafür setze ich hier diese Column Gutter auf Narrow. Und zwar ist es so, dass wenn ich jetzt mit der Maus versuche, das Verhältnis anzupassen, dann gibt er mir da immer bestimmte Distanzen vor. Ich möchte das aber gerne schwimmend bestimmen und da kann ich einfach hier oben auf diesen Pfeil klicken, beziehungsweise mit dem Cursor drauf gehen, dann schlägt er mir schon direkt vor Switch to Fluid Resizing. Und da klicke ich jetzt drauf und dann sieht man, dass der Pfeil dadurch direkt gerade wird. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das Verhältnis genau anzupassen. So, zu guter Letzt öffne ich nochmal meine Listenansicht, gehe dann auf diese Sektion, zentriere die vertikal, gehe auf Padding Margin, Margin Left und versuche es mal mit 50 Pixeln. Das schauen wir uns jetzt mal an, aktualisieren. Okay. Zu guter Letzt möchte ich Padding und Margin dieses Bereichs noch ein bisschen anpassen, also öffne ich mir wieder die Listenansicht, suche mir dann hier dieses Row Layout raus
Das ist dieser Bereich hier. Gehe dann auf Padding und Margin und gebe bei Margin Right 100 ein. Gehe dann hier unten auf das Advanced Image. Und gebe auch hier Margin Right 100 ein. So, dann gehe ich auf Aktualisieren und schaue mir das Ganze mal an. Okay, und jetzt mal im Vergleich zur Vorlage. Gut, also ein paar kleinere Anpassungen müssen noch gemacht werden. Dazu gehen wir auf unsere Listenansicht. Und hier in der Listenansicht gehen wir auf dieses Row-Layout hier. Also nochmal zum Verständnis, hier ist der Abstandshalter, da hatten wir unsere neue Sektion begonnen. Das ist der Container, das ist die Section und wenn wir hier drauf gehen, dann haben wir hier die Möglichkeit, die Gewichtung anzupassen. Aber zunächst mache ich erstmal noch was anderes. Ich gehe auf diese Sektion, das ist die linke hier, und zentriere die vertikal. Und hier werde ich jetzt mal ein bisschen Dominanz aus der linken Hälfte rausnehmen. Setze das auf 50-50. Aktualisieren. Anschauen. So, jetzt kurz der Vergleich zu der Vorlage. Also das sieht soweit sehr, sehr gut aus. Jetzt muss eigentlich nur noch der Hintergrund angepasst werden und dann sind wir mit dieser Sektion auch durch. Also hier für den Hintergrund gehen wir wieder in unsere Listenansicht. So, hier ist der Abstandshalter, das heißt, hier beginnt unsere Sektion. Und wir möchten jetzt den Hintergrund dieses Row-Layouts anpassen. Also gehe ich auf Background Settings, Background Color. Hier hatten wir dieses helle Blau. Dann gehe ich auf Dividers, Top. Das ist der falsche. Wir brauchen diesen. Und damit der nicht so steil verläuft, passen wir das hier noch ein bisschen an. Auf 70. Und der Bottom Divider. So. Der hier. Auch den setzen wir auf 70. Aktualisieren das und schauen uns unser Meisterwerk mal an. So, hier ist das jetzt etwas abgeschnitten und auch hier oben ist etwas wenig Platz. Das werden wir noch mal schnell anpassen. Dafür wähle ich mir diese Sektion unter dem Row Layout aus, gehe auf Padding Margin und mach Margin Top 50 Pixel und Margin Bottom genauso 50 Pixel. Aktualisieren. Und bevor wir uns das jetzt im Frontend anschauen, müssen wir nochmal eine kleine Veränderung an den Bildern vornehmen. Damit hier später auf allen Endgeräten alles gut aussieht, muss nochmal eine kleine Veränderung an der Margin Right vorgenommen werden. Dazu klicke ich hier mal willkürlich irgendwo rein, suche mir so eine Sektion, öffne dann die Listenansicht, scrolle runter, bis ich die Sektion gefunden habe. Und zwar hatte ich sowohl in dieser Sektion als auch direkt darunter, also hier die Margin Right auf 100 gesetzt. Fürs Responsive Design wäre es aber schlauer, hier die komplette Sektion auf 100 zu setzen. Aus dem Grund suche ich mir jetzt erstmal das Row Layout mit den zwei Bildern heraus, gehe dann auf Padding Margin und nehme das Padding Right komplett raus. Dann gehe ich wieder rüber in die Listenansicht, klicke die komplette rechte Sektion an, gehe dort auf Padding Margin und setze die Margin Right auf 100. Dann suche ich mir nochmal dieses Bild hier raus und nehme da ebenfalls die Margin Right raus. So, Spacing Settings und hier ist die Margin Right bei 100 und die wird auch auf 0 gesetzt. Dann muss das Ganze nur noch aktualisiert werden und dann schauen wir uns mal unsere Veränderungen am Hintergrund an. Und jetzt sieht man, hier haben wir ein bisschen Puffer dazwischen gebaut
Und sowohl oben als auch unten gefällt mir das soweit sehr gut. Also können wir mit der nächsten Sektion weitermachen. So, und dann wollen wir doch mal sehen, was uns hier als nächstes erwartet. Okay, wir haben hier einen Titel, etwas Text und 1, 2, 3, 6 Infoboxen. Gut, dann mal an die Arbeit. So, als erstes fügen wir mal wieder unseren Spacer ein. Wie immer 100 Pixel. Und dann suchen wir uns wieder den Row Layout Block raus. Hier nehmen wir zunächst wieder das Full Layout. Dort gehe ich dann auf das Plus. Suche mir den Advanced Text Block heraus. Der steht schon auf H2, das ist korrekt. Hier kommt nämlich unser Titel rein. Den kopiere ich mir hier schnell raus. Füge den hier ein und zentriere die Überschrift. Dann suche ich mir wieder das Pluszeichen. Erneut den Advanced Text. Stell den um auf Paragraph. Zentriere den. Suche mir dann den Text aus der Vorlage raus und füge ihn hier ein. Okay, wenn man sich hier mal die Vorlage genauer ansieht, dann sieht man, dass dieser Bereich sehr stark eingerückt ist. Das heißt, der Text, der fließt nicht einmal quer über den ganzen Bildschirm, sondern befindet sich hier in so einer Box. Und das müssen wir eben noch schnell hinzufügen. Dazu klicke ich hier einfach mal rein, öffne dann die Listenansicht, gehe dann runter hier auf das Row Layout. Gehe dann hier auf Padding und Margin und füge rechts und links ein Padding von jeweils 50 Pixeln hinzu. Das kann jetzt wieder aktualisiert werden und damit können wir uns dann auch schon um die Infoboxen kümmern. Auch hier beginnt alles wieder mit dem Pluszeichen, dem Row Layout Block. Da nehmen wir zunächst wieder diese Single Row, gehen dann auf Plus, nochmal Row Layout und wählen dann das dreigeteilte Layout. So, und bevor ich jetzt beginne, hier die Infoboxen einzurichten, gehe ich nochmal auf das Row Layout. Gehe dann auf Padding und Margin. Füge Margin Top mal 60 hinzu, um hier ein bisschen Abstand einzubauen. Margin Right setze ich auf 100 und Margin Left setze ich auch auf 100. Und im Anschluss setze ich hier noch das Column Gutter von Standard auf No Gutter. Wir möchten nämlich zwischen den einzelnen Infoboxen keinerlei Abstand haben. Um mit dem Layout und Design der ersten Infobox zu starten, gehe ich hier auf das Plus, suche mir dann die Infobox heraus. Hier hat man jetzt verschiedene Designoptionen. Die erste war jedoch schon die richtige, die muss jetzt nur noch im Layout ein bisschen angepasst werden. Und um diese Box jetzt in unserer Vorlage anzupassen, gehe ich hier rüber in unsere Block Settings. Dort gehe ich zunächst auf die Container Settings und stelle hier die Container Border Width auf 1 Pixel, den Container Background, da hatten wir keine Farbe drin in unserer Vorlage, also drehe ich hier die Farbe raus und dasselbe müssen wir jetzt auch nochmal mit der Hover Color machen, auch hier den Background raus und die Border Color, die bleibt drin und das gleiche gilt auch für den Hover Effekt. Auch hier bleibt die Border Color drin. Das Container Padding, das setze ich mal hoch auf 50 Pixel, da unsere Infoboxen ein bisschen in die Länge gezogen waren. Und damit kommen wir auch schon direkt zu den Media Settings. Hier haben wir nämlich die Möglichkeit, dieses Icon hier zu tauschen. Und da müsste ich jetzt mal kurz in die Vorlage schauen, was wir da als erstes hatten. Und zwar brauchen wir dieses kleine Häuschen hier. Damit nehmen wir das erstmal raus. Suchen uns dann dieses schicke Häuschen hier raus. Und das muss jetzt auch noch etwas angepasst werden. Das ist zum Beispiel etwas kleiner und hat auch eine andere Farbe. Also nehmen wir die Icon Size mal runter. Ich würde schätzen auf 35 und die Icon Color, da muss ich noch mal gucken. Okay, die ist dunkelblau. Jetzt schauen wir uns noch mal die Hover Color an.
Da sich das Icon beim Hover-Effekt in der Farbe nicht verändern soll, setzen wir die Hover-Color ebenfalls auf dunkelblau. Damit können wir uns direkt um den Title kümmern. Und da haben wir als erstes Budgeting. Title Color stimmt soweit. Wenn man wollte, könnte man die hier festlegen. Und wenn man dem Ganzen noch einen Hover-Effekt verpassen wollte, was nicht in unserem Sinne steht, dann könnte man hier jetzt noch einen Hover-Effekt hinzufügen. So, der Text ist hier im Original etwas kürzer. Ich sehe auch, dass der Title etwas kleiner ist. Dementsprechend ändern wir den hier mal von H2 auf H3. So, und Text haben wir hier ja schon. Allerdings ist der ein bisschen lang. So, nachdem der Text auch soweit stimmt, muss dem Ganzen nur noch ein Button hinzugefügt werden. Und zwar braucht man dafür nichts weiter zu tun, als hier unten auf Learn More Settings zu gehen. Dann Show Learn More aktivieren. Und schon wird uns hier ein schicker Button vorbereitet. Okay, dunkelblaue Schrift, hellblauer Hintergrund. Und beim Hover-Effekt wird da dunkelblau im Hintergrund und die Schrift färbt sich weiß. Außerdem fällt auf, dass der Button deutlich mehr Volumen hat als unserer. Und auch hier die Ecken müssen noch angepasst werden. So, fangen wir erstmal mit den Farben an. Und zwar im Normalzustand ist die Textfarbe dunkelblau. Der Hintergrund ist hellblau und im Hover-Effekt ist der Text weiß. Okay, das passt soweit. Und der Background ist dunkelblau. Jetzt verpassen wir dem Ganzen noch ein bisschen Border-Radius. Das sind die runden Ecken. Und das setze ich mal auf 5. So, und hier in den Padding-Einstellungen haben wir jetzt die Möglichkeit, den Abstand vom Learn More zum Rand des Buttons zu vergrößern. Das bedeutet, den gesamten Button einfach ein bisschen voluminöser zu machen. Und dazu setze ich mal das Top-Padding auf 15, das Padding Right auf 30, Bottom wieder auf 15 und Left natürlich auch auf 30. Und nun kommt das unserer Vorlage doch schon deutlich näher. So, nachdem wir das Layout und Design der ersten Infobox erfolgreich hinbekommen haben und den ganzen Zauber jetzt nicht 6-mal wiederholen müssen, machen wir es uns einfach leicht, suchen uns diese Infobox raus, beziehungsweise wählen die aus, gehen dann auf diese drei Pünktchen hier oben, auf Kopieren, dann gehen wir auf das nächste Plus, suchen uns hier den Absatz heraus und jetzt können wir über Einfügen einen kleinen Klon der ersten Infobox direkt daneben setzen und müssen dann nur noch die Anpassungen gemäß unserer Vorlage vornehmen. Und da ja inzwischen jeder weiß, wie das funktioniert, mache ich das mal eben im Zeitraffer. So, nachdem die ersten drei Infoboxen fertig sind, können wir es uns für die drei folgenden wieder einfach machen, indem wir das Row-Layout einfach kopieren und unten nochmal einsetzen. Dafür gehen wir nochmal kurz in die Listenansicht. Und zwar benötigen wir dieses hier, also wählen wir das aus, gehen dann auf die drei Punkte hier oben, kopieren, können die Listenansicht dann wieder schließen. Suchen uns hier das Plus, Absatz, Einfügen. So, und jetzt ist es wichtig, dass wir in den dreigeteilten Layout-Block übergehen. Am besten nochmal dafür kurz die Listenansicht zur Hilfe nehmen. Und zwar ist das der gesamte Block und das hier ist der dreigeteilte Block. Den müssen wir auswählen, denn bei dem hatte ich ja oben ein bisschen Top-Margin hinzugefügt. Die muss hier natürlich wieder rausgenommen werden. Rechts und links bleibt drin. Aber die Top Margin, die setze ich auf 0. Bottom 25 kann drin bleiben. Nur oben, falls da auch 25 drin sind, muss ich die auch nochmal rausnehmen. Also gehe ich hier auch auf das Row Layout. Padding Margin und Bottom setze ich hier auf 0. Wie schon gesagt, wir wollten ja keinen Abstand zwischen den einzelnen Boxen haben. Dementsprechend darf natürlich auch kein Padding und keine Margin dazwischen sein. So, was das Gestalten der Infoboxen angeht, das passiert jetzt erstmal wieder im Zeitraffer.
So, nachdem die Infoboxen fertig sind und die auch mit Inhalt gefüttert sind, wollen wir das Ganze mal aktualisieren und schauen, was wir noch an Layout-Anpassungen vornehmen müssen. So, das sieht ja soweit schon mal top aus. Die einzige Kleinigkeit, die noch erledigt werden muss, ist diesen Zwischenraum hier zu eliminieren und die Boxen oben und unten zusammenzurücken. Also die Seite wieder bearbeiten. Ich nehme mir wieder die Listenansicht zur Hilfe und suche mir das erste Row-Layout raus, also in dem sich die ersten drei Infoboxen befinden. Dort gehe ich dann in den Blockeinstellungen auf Padding und Margin und setze das Padding Bottom auf 0, um diesen Abstand hier unten komplett rauszunehmen. Als nächstes gehe ich dann auf den zweiten Row-Layout-Block, in dem sich die zweite Reihe der Infoboxen befindet. Gehe auch hier auf Padding und Margin und hier muss ich dann das Top-Padding rausnehmen, also auf 0 setzen, das Ganze aktualisieren und dann schauen wir uns das mal an. So, und damit wäre die Lücke geschlossen, was bedeutet, wir haben den Bereich hier abgeschlossen und können uns der nächsten Sektion widmen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Oben beginnt mal wieder alles mit einem Titel, dann etwas Text und hier haben wir drei verschiedene Ebenen. Die haben jeweils ihren eigenen Hintergrund, ein Bild, ein Titel und etwas Text. Vom Layout ist das im Grunde genommen für uns nichts Neues. Da wir ähnliche Bereiche schon durchgespielt hatten, würde ich jetzt mal diese Sektion überspringen und direkt mit der nächsten weitermachen. Je nachdem, wie gut dieses Video hier ankommt, werde ich auch künftig weitere Videos zum Thema Homepage Design oder Erstellen von Blogpages, Aboutpages etc. veröffentlichen. Also sofern da Bedarf nach weiteren Anleitungen dieser Art ist, einfach irgendwie kommunizieren hier auf dem Kanal und dann mache ich davon noch mehr. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die nächste Sektion. Also wir überspringen diesen Bereich und schauen uns mal an, was jetzt kommt und das sieht aus wie Testimonials. Gut, dass die Sektionen mit einem Titel und etwas Text starten, daran haben wir uns ja inzwischen gewöhnt. Aber hier haben wir vier verschiedene Testimonials und da wir das Einfügen von Titel und Text ja bereits behandelt haben, starte ich mal direkt mit dem Design dieser Testimonials. So, als allererstes baue ich mal wieder so einen Abstandshalter ein. Hier haben wir ihn noch und der steht auch wie immer auf 100 Pixeln. Genauso soll das sein. Und auch was die Testimonials angeht, beginnt wie immer alles mit einem Row-Layout-Block. Und diesmal nehmen wir den zweigeteilten hier. Dort gehen wir links auf das Plus, suchen uns wieder den Row-Layout-Block raus und nehmen dann dieses Single-Layout. So, und wenn wir uns jetzt die Vorlage anschauen, dann sehen wir, dass wir hier so ein bisschen Abstand haben. Dann diese 5-Star-Bewertung, etwas Text und natürlich hier unten dann Bild und Name. Zusätzlich haben wir hier so einen dünnen grauen Rahmen, bei dem die Ecken leicht abgerundet sind. Auch das werden wir natürlich entsprechend übernehmen. Okay, ich gehe hier auf das Plus, baue dann etwas Abstand ein, indem ich wieder auf den Spacer gehe. Diesmal sind allerdings 100 Pixel ein bisschen viel. Das setze ich mal runter auf 50. Gehe dann auf diesen Block hier und suche mir den Icon-Block heraus. Hier wollen wir ja jetzt 5 Sterne platzieren. Jetzt könnte ich das natürlich direkt auf 5 hochsetzen. Bevor ich das mache, möchte ich aber mein Icon erstmal richtig designen. Also gehe ich hier auf die Icon One Settings. Suche mir hier erstmal den Stern heraus. Der ist jetzt allerdings noch etwas groß und hat auch noch die falsche Farbe und genau darum kümmern wir uns jetzt. Und zwar setze ich den jetzt hier von 50 Pixeln mal runter auf 20 Pixel und kümmere mich dann mal direkt um die Farbe. Und zwar sollten wir da so ein schönes Goldgelb raussuchen. Also suche ich mir hier mal einen Gelbton. So, das sieht jetzt noch etwas zitronig aus, deswegen ziehe ich das nochmal etwas weiter ins Orange. Und das gefällt mir sehr gut. Ein Hover-Effekt wird hier nicht benötigt. Also scrolle ich wieder nach oben und setze die Icon-Number oder die Number of Icons hoch auf 5. Und nachdem das geschafft ist, gehen wir hier wieder auf das Plus, auf das obere wohlgemerkt. Und suchen dann den Testimonials-Block heraus. Hier können wir gleich das erste Design nehmen mit dem Bild und dem Namen hier unten und dem rahmenlosen Text darüber.
So, hier fällt als erstes der Titel auf, den wir nicht benötigen. Von daher gehe ich mal hier in meine Blog-Einstellungen, scrolle runter und gehe direkt mal auf die Title Settings und stelle den hier einfach ab. Als nächstes muss hier noch ein schickes Bild hinzugefügt werden. Und guck mal, wen wir da haben. Packe ich meine Visage hier rein und muss jetzt noch meinen Namen hinzufügen. Und weil wir den in der Vorlage etwas stärker und kräftiger hatten, gehe ich hier jetzt nochmal in die Name Settings, scrolle dann runter und setze Font Weight auf Bold. Dann kann ich aus Spaß hier noch den Company Name hinzufügen. So, zu guter Letzt fehlt uns hier noch der Rahmen. Und um den hinzuzufügen, müssen wir uns erstmal die entsprechende Section heraussuchen. Und das machen wir mal wieder mit Hilfe unserer Listenansicht. Da scrolle ich nach unten. Und zwar ist das die Section direkt. So, um das zu veranschaulichen, rufe ich mir das hier nochmal auf. Und zwar hatten wir hier das Row Layout, das ist das zweigeteilte. Und dann hatten wir hier eine Section, da haben wir ein Row Layout eingebaut. Und diese Section hier, die rufen wir uns auf, gehen dann in die Container Style Settings, legen hier die Border Color fest, da nehme ich das schicke Grau. Und dann müssen wir noch die Border Width bestimmen, also die Stärke des Rahmens. Und da unser Rahmen ja an jeder Seite gleich stark sein soll, können wir hier auf Link klicken und dann die Border Width auf 1 Pixel setzen. Das ist die Stärke, die wir in unseren Layouts zuvor auch schon verwendet hatten. Und den Border Radius, also die Rundung der Ecken hier, den hatten wir immer so auf 6 Pixel gesetzt. Und damit wäre der Rahmen hier auch abgerundet. Das bedeutet, die erste Box ist damit fertig designt. Und um dieses Design jetzt in die rechte Box übertragen zu können, suche ich mir dieses Row Layout hier raus, gehe dann auf diese drei Punkte hier, kopieren, gehe dann hier auf das rechte Plus, suche mir den Absatz heraus und kann jetzt hier einfach über Einfügen das komplette Layout des linken Containers ins rechte übertragen. Das Ganze aktualisiere ich jetzt mal. Wir haben zwar hier noch keine Margin und dort noch keine Margin eingefügt, aber ich möchte mir mal anschauen, was wir bisher da so fabriziert haben. Und das sieht soweit ganz gut aus. Wie gesagt, hier fehlt noch eine Margin von 100 Pixeln und hier genauso, aber die können wir jetzt noch einfügen, also wieder Seite bearbeiten. Dann rufen wir uns die Listenansicht auf, scrollen ganz nach unten und gehen dann ins Row Layout, und zwar in das erste, das wir nach dem Abstandshalter hinzugefügt hatten. Dort gehe ich dann auf Padding Margin und in dem Fall setze ich jetzt hier das Padding Right und Padding Left auf 100 Pixel. Aktualisieren. So, nachdem wir das Padding links und rechts angepasst haben, wähle ich dieses Row Layout aus, gehe dann auf diese drei Punkte, gehe auf Kopieren, scrolle dann herunter, gehe auf das Plus, wähle den Absatz aus und füge das Layout einfach hier unten nochmal ein. Das Ganze aktualisiere ich, gehe dann auf Seite ansehen. So, jetzt sieht man, dass hier natürlich noch Text reingehört. Das hatte ich eben durch die Vorlage aufgrund des Platzhalters übersehen. Das wollen wir noch schnell nachholen. Und hier muss natürlich auch noch der Abstand verringert werden. So, das war hier der Platzhalter. Also gehe ich nochmal in die Vorlage, kopiere mir den Text, füge den hier ein, gehe dann auf den Row Layout Block, Padding Margin, und nehme hier das Padding Top komplett raus. Dann gehe ich auf diesen Row Layout Block, gehe auch auf Padding Margin und nehme hier das Bottom Padding komplett raus. Dann auf Aktualisieren, Seite ansehen. Und das sieht gut aus, damit werden unsere Blöcke für die Testimonials auch fertiggestellt. Nochmal kurz der Vergleich zur Vorlage. Und abgesehen von der Tatsache, dass hier ein paar hübschere Gesichter eingefügt wurden, sieht unser Ergebnis ja schon sehr, sehr gut aus.
So, und laut Vorlage ging es jetzt hier mal wieder mit einem Titel, etwas Text und einem Call-to-Action-Button weiter. Und da wir inzwischen die Fertigkeiten für das Erstellen dieser drei Elemente auch erlangt haben sollten, würde ich mal direkt zur Erstellung des Futters übergehen. Dazu schaue ich mir nochmal die Vorlage an. Und hier sieht man, dass der Futter einen blauen Hintergrund hat. Der geht hier direkt mit dem Hintergrund der darüber liegenden Sektion ineinander über. Dann haben wir hier ein paar Kontaktdaten, also etwas Text. Das hier ist ein Futtermenü. Und zu guter Letzt haben wir hier unten noch die Copyright-Section. Ich würde das jetzt bei der Gestaltung des Futters mal auf das Menü und auf die Copyright-Section beschränken, weil ich persönlich so überladene Futter überhaupt nicht mag. Meiner Meinung nach kommt da ein Impressum, eine Datenschutzerklärung, eine Kontaktseite vielleicht noch rein und unten natürlich der Copyright-Hinweis. Und genau so werden wir das jetzt auch mal designen. Dazu müssen wir natürlich unsere Seite wieder bearbeiten. Und wenn wir über das Dashboard gehen möchten, dann finden wir unter Design unseren Customizer. Und hier können wir uns direkt den Bereich Footer auswählen. So, und hier sieht man von mir die Copyright Section, die habe ich hier schon hinzugefügt. Die kann ich natürlich nochmal rausnehmen. Und damit beginnen wir mit einem ganz leeren Footerbereich. So, und genauso wie beim Header, den wir zu Beginn des Videos behandelt haben, haben wir jetzt hier wieder so eine dreigeteilte Sektionen und eine Top, eine Main und eine Bottom Row. Und die können wir jetzt jeweils mit Inhalt füllen. Die Copyright Notice, die ziehen wir ganz unten in die Mitte. Da gehört die für gewöhnlich auch hin. Und wenn wir jetzt das Zahnrad anklicken, dann haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen mit Text zu füllen. Das Copyright-Zeichen selbst, das habe ich hier schon drin und den Webgeneral natürlich. Und jetzt könnte ich hier spaßeshalber noch etwas Text hinzufügen. Das kann dann schon mal veröffentlicht werden. Dann gehe ich wieder zurück und suche mir die Footer Navigation heraus und ziehe die hier oben rein. So, und da hatten wir gesagt, da möchten wir ein Menü erstellen. Ich persönlich habe da eigentlich immer nur das Impressum, Datenschutzerklärung und eine Contact-Page drin. Und so werden wir das jetzt auch mal erstellen. Und dafür gehen wir hier auf das Zahnrad, gehen dann auf Menü auswählen, scrollen runter zum Footer-Menü. Und wenn wir jetzt schon ein Menü vorbereitet hätten, dann könnten wir das hier auswählen. Ich habe hier allerdings nur mein Main-Menü bisher erstellt. Also können wir hier unten auf Neues Menü erstellen klicken. Auch das hatten wir ja vorhin bei dem Header-Menü schon gemacht oder dem Main-Menü im Header. Das ist die Position im Theme, der Footer und wir gehen auf Weiter. Achso, natürlich müssen wir noch einen Namen hinzufügen. Das ist das Footer-Menü und dann auf Weiter. Und jetzt gehen wir auf Einträge hinzufügen. Sofern die entsprechenden Seiten schon erstellt sind, kann man sie sich hier raussuchen. Hier ist mein Impressum. Sofern ich die jetzt noch nicht erstellt hätte, könnte ich einfach wieder hier unten die Seite erstellen und die würde dann natürlich auch automatisch in unserem Verzeichnis all unsere Seiten zu finden sein. Ich mache jetzt hier erstmal weiter mit meiner Datenschutzerklärung. Und zu guter Letzt könnte ich jetzt noch die Kontaktpage hinzufügen. Aber damit wir das Beispiel mit drin haben, gehe ich jetzt hier mal auf Neue Seite erstellen. Erstelle eine Seite und nenne die Contact. Drücke auf OK und somit habe ich jetzt mein Menü vollständig. Jetzt gehe ich auf Veröffentlichen. Und jetzt wollen wir die Darstellung noch so ändern, dass die Contact-Page hier nebenan angezeigt wird. Und dafür gehe ich nochmal hier auf die Footer Navigation, klicke hier Menü Strecken an, gehe dann auf Veröffentlichen. So, und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann haben wir hier schon mal unser Footer-Menü erstellt und hier unten haben wir unsere Copyright Notice. Jetzt müssen wir dem Ganzen nur noch einen schicken Hintergrund verpassen. Und dazu können wir hier in der Footer Section einfach auf Design gehen und können dann hier die Farbe festlegen. Ich nehme dieses schicke Blau hier, veröffentliche das, schaue mir das Ergebnis an. So, das sieht ja sehr gut aus. Das möchte ich jetzt noch mal kurz mit unserer Vorlage vergleichen. So, der einzige Unterschied, der jetzt noch besteht, abgesehen von diesen Kontaktdaten hier, ist die Tatsache, dass die einzelnen Menüpositionen fett dargestellt sind und das können wir eben nochmal anpassen. Dazu gehe ich wieder auf Footer Navigation, auf das kleine Zahnrad. Hier gehe ich dann auf Design und hier kann ich dann ganz unten auf die Navigation Schriftart gehen
Und hier in der Mitte, wo Inherit steht, da klicke ich auf Select Style und wähle dann die 700 aus. Das Ganze veröffentlichen. Nun schaue ich mir das nochmal an, aktualisieren. So, und jetzt müssen wir hier doch nochmal eine kleine Veränderung vornehmen. Jetzt ist zwar alles fett gedruckt, aber die Position Contact ist leider wieder verrutscht. Die wollen wir natürlich in einer Reihe haben, also müssen wir das auch nochmal anpassen. Und dafür bleiben wir hier wieder in unserer Design-Sektion, gehen auf Artikel Abstand und das halbiere ich jetzt einfach mal. Veröffentliche das. Aktualisieren. Und nun befinden sich alle Positionen schön in Reihe und Glied. Jetzt schauen wir uns das gesamte Meisterwerk nochmal kurz an. Normalerweise müsste jetzt die gesamte Homepage nochmal aufs Responsive Design angepasst werden. Dazu werde ich jedoch in diesem Video keinen Platz mehr finden. Wie gesagt, sofern dazu ein gesondertes Video gewünscht ist, einfach kommunizieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!